Für die italienische Fußballnationalmannschaft war es fast ein Heimspiel, als das Team am Dienstag zum öffentlichen Training in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen auf dem Fußballplatz unterwegs war. Zahlreiche Fans, oft mit italienischen Wurzeln, waren gekommen und jubelten ihren Stars zu. Sie freuen sich, dass Italien bei der EM dabei sein wird, nachdem sich die Mannschaft von Luciano Spalletti erst in letzter Minute qualifiziert hatte und zudem die zweitmeisten Gegentore in der EM-Qualifikationsgeschichte kassiert hatte. Doch das ist jetzt Geschichte, das sehen auch die Fans so. Ja, wir haben eine junge Mannschaft, da kann man verlieren, alles kann passieren. Vom Ausscheiden bis zum Gewinn. Bei Italien ist alles möglich. Wir hoffen, dass wir das erste Spiel gewinnen. Wenn das erste Spiel gewonnen ist, dann ist es viel einfacher. Wir sind so stolz. Wir können es schaffen. Wir können Europameister werden. Wir sind stark. Los geht's, Italien. Siamo forti. Forza Italia! Allerdings haben die Italiener mit Spanien, Kroatien und Albanien eine schwere Gruppe erwischt. Zunächst geht es am Samstag in Dortmund gegen Albanien. Die zahlreichen italienischen Fans im Dortmunder Stadion werden ihre Mannschaft mit Sicherheit lautstark unterstützen.